Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Pavlik, Sie haben das gerade richtig gesagt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. So steht es in Artikel 20 im Grundgesetz. Damit ist das Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz als Fundament unseres Staates verankert. Dieser Grundgesetzartikel ist auch der Garant dafür, dass der soziale Ausgleich zwischen starken und schwachen gesellschaftlichen Gruppen gewahrt wird, dass es Ihnen von der AfD aber nicht um den Ausgleich geht, sondern um Spaltung, Ausgrenzung und Diffamierung ist Kennzeichen Ihrer Politik. Auch Ihr heutiger Antrag zeigt, statt Menschen in Arbeit zu bringen, schreiben Sie einen Großteil der Menschen ab. Das ist das Gegenteil von Arbeitsmarktintegration. Ihr Antrag offenbart, es geht Ihnen nicht um eine seriöse Debatte. Was Sie betreiben, ist populistisch und realitätsfern. Im Sinne unserer konstruktiven Oppositionsarbeit müssen wir aber trotzdem über das Bürgergeld sprechen. Klar ist, dass mit der Einführung des Bürgergelds eine Rolle rückwärts in der Arbeitsmarktpolitik in der Bundesrepublik Deutschland vollzogen worden ist. Man hat sich erfolgreich, Sie haben sich von dem erfolgreichen Prinzip Fördern und Fordern verabschiedet. Die SPD ist in ihrer Regierung mit der Traumabewältigung der Agenda 2010 beschäftigt, statt die eigentliche arbeitsmarktpolitische Realität anzuerkennen und zu handeln. Nein, stattdessen fordern Jusos und junge Grüne die 20-Stunden-Woche. Das ist die Realität, über die wir heute reden. Wir brauchen jetzt wirtschaftlichen Wachstum. Statt weniger Arbeit sollten wir darüber nachdenken, welche Anreize der Staat setzt, um Menschen in Arbeit zu bringen. Sonst lässt sich dieser Wohlstand nicht erhalten. Doch Sie bleiben bei Ihrer verfehlten Politik, ob beim Bürgergeld, bei der Fachkräfteeinwanderung oder jetzt beim Rentenpaket 2. Überall geht es darum, entweder die Standards abzusenken oder großzügig Geld zu verteilen und Geschenke zu verteilen. Aber das Geld, das Sie ausgeben, liebe Regierung der Ampel, muss auch hier in Deutschland verdient werden. Als Union ist es ein Teil unserer DNA, Menschen schnell in Arbeit zu bringen und in das gesellschaftliche Leben zu integrieren. Dabei sind wir überzeugt, dass jemand, der Hilfe vom Staat benötigt, diese auch bekommt. Es muss aber klar sein, Solidarität ist eben keine Einbahnstraße. Dennoch hat die Ampel mit dem Bürgergeld die Anreize, Arbeit aufzunehmen, wieder kleiner gemacht. Um in Zahlen zu sprechen, mit 2,8 Millionen Arbeitslosen heute haben wir eine halbe Million Menschen mehr ohne Beschäftigung, als Sie Ihre Regierung angetreten haben. Und das, obwohl wir in diesem Land einen Fachkräftemangel haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, Sie hören ja nicht auf, das Lied der 16 Jahre unserer Regierung seit zu singen. Aber doch, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik können wir feststellen, nie war der Arbeitsmarkt stärker und stabiler als unter der Führung der CDU-CSU-Bundesregierung. Wir fordern Sie daher auf, kommen Sie endlich wieder zurück auf den Weg einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik. Darin würden wir Sie gerne unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen.